ihr da draußen, morgen ist Liechtenstein Trail. Ich werde die 42 Kilometer in Angriff nehmen und ich bin mir 100% sicher, dass am Schluss 44, 45 Kilometer rauskommen werden, weil es gibt immer mehr beim Trail. Es werden einige Höhenmeter und ich habe euch versprochen, ein bisschen mehr Videos mitzubringen. Was bereite ich mich drauf vor oder wie bereite ich mich vor auf den Lauf? Natürlich kann ich euch jetzt das Training für Liechtenstein nicht mehr zeigen. War eh nicht viel, also egal. Ich habe jetzt heute für euch mal mitgebracht, was ich morgen alles mitnehmen werde und wie ich es mitnehmen werde. Einmal ganz klar Klamotten, Ems on Trail, Shirt und Hose. Unterhose kommt noch drunter, für die, die es wissen wollen. Ich nehme als Kopfbedeckung ein Visor mit. Ich nehme meine Trailschuhe des Vertrauens mit. Ich werde morgen auf jeden Fall die On laufen. Das hat einen Grund. Die sind einfach für mich momentan die besten Schuhe. Keine Kaufempfehlung, auf keinen Fall. Probiert eure Schuhe passend aus. Wichtig für mich sind, wie man hier sieht, deswegen ein gutes Beispiel, die gelben Socken, gebrauchte Socken. Nichts Neues anziehen. Ihr wisst nicht, wie ihr bei so einer Strecke auf Neuware reagiert. Deswegen nehmt lieber gebrauchte Socken. Ich werde versuchen, alles Mögliche unten in der Videobeschreibung noch zu verlinken. Wenn ihr euch das mal für später bestellen wollt, könnt ihr meinen Account auch dadurch ein bisschen supporten hier. Jo, jetzt ganz neu bei mir im Gebrauch zum Testen ist der Laufrucksack von Nathan. Der wurde letztes Jahr in Amerika ausgiebig von Trailläufern getestet. Ich mache es dieses Jahr für mich. Ich finde ihn ganz gut bis jetzt. Die Schnorchel sind so eine Sache. Naja, funktioniert nicht immer. Wird es morgen auf Herz und Nieren testen. Wichtig, nehmt eine Sicherheitsausrüstung mit. Elastische Binde, Sicherheitsdecke wird vorausgesetzt. Ich habe noch einen Becher da drin. Ich packe alles immer in solche Zip-Off-Beutel. Die kann man x-fach verwenden und es ist wasserdicht. Das heißt, wenn ihr schwitzt, wird das Zeug auch nicht nass. Packen wir jetzt wieder einen Rucksack rein. Als zweites habe ich zu meinen beiden Softflasks, die hier vorne sind, voll mit Wasser, habe ich hinten noch mal eine Backup-Softflask, die ich meistens bis zum Start getrunken habe. Das ist für mich eine Sache, wo ich mir schon immer angewöhnt habe, eine komplette Flask vorher vor dem Start zu trinken. Die kommt dann in den Rucksack rein, ist dann Backup, kann man vielleicht noch eine Versorgungsstation auffüllen. Immer ratsam ist, eine Jacke dabei zu haben bei Trailläufen, wenn das Wetter umbricht. Ey, morgen hat 27 Grad, ich habe keine Ahnung, wozu ich eine Jacke mitnehmen, aber naja, wir werden schauen. So, dann kommt das alles da wieder rein. Ready for Trail. So, ganz wichtig, bei so einem Wetter, legt euch eine vernünftige Sonnenbrille zu. Ich habe hier eine von Oakley, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Die hat so ein Spezialglas, wo man auch ein bisschen besser im Gelände sieht, also mehr Kontraste wahrnimmt. Ist Geschmackssache, müsst ihr ausprobieren. Sucht euch da was Passendes raus. Zum Essen habe ich auf jeden Fall den allbekannten Cliff Bar. Den werde ich mir vor dem Lauf geben, also eine Stunde vorher versuchen zu essen. Ich habe für den Lauf habe ich Gels dabei, komme ich am besten mit klar. Das ist auch wieder Geschmackssache und ausprobieren. Probiert es nicht während einem Wettkampf aus, probiert es im Training aus. Und auch mit der Geschmacksrichtung ist es so eine Sache. Dieses Babsüße ist teilweise richtig eklig. Deswegen ausprobieren auf Dauer. Für die Startnummer nicht vergessen, Leute. Startnummernband oder solche Magnete. Ich hasse Sicherheitsnadeln. Das ist für mich ein Graus. Mache ich mir immer meine T-Shirts kaputt. Startnummernband ist ganz cool. Immer beim Trail dabei ein Buff, vielseitig verwendbares Tuch, sei es für den Kopf, sei es für den Arm, sonst irgendwas kann man sich auch mit Wasser voll machen. Immer ratsam, wiegt nichts, kann man mitnehmen. Meine Methode für den Trail morgen oder für alle Trails oder für alle Wettkämpfe, ich habe solche Beutel, solche Turnbeutel, da packe ich immer mein Equipment rein, damit ich alles parat habe und nicht rumsuchen muss in der Tasche. Beutel raus, am Tag vorher alles rein. Somit habe ich morgen früh, wenn ich starten will, also mich umziehen will, mein Zeug packen möchte, habe ich nicht die Sucherei, was ist wo, wo habe ich noch irgendwas vergessen. In aller Ruhe, in der Woche vorher, in so einen Beutel reinpacken, den Beutel in die Tasche reinpacken, wo das andere Zeug ist, passt. Ganz wichtig,
für Trailläufer ist ein Maskottchen. Und unser Einhorn geht da immer mit. Also, ich wünsche euch, die wo morgen einen Wettkampf haben, alles, alles Gute. Habt euren Spaß, play with the trail. Und kann nur noch sagen, wir sehen uns auf dem Trail. Bis zum nächsten Mal, euer Matze. Ciao. Und wisst ihr, was ich vor lauter vergessen und aufpassen richtig vergessen habe? Ladet eure Uhr auf. Ohne Akku geht es nicht. Ich vergesse meine Garmin öfters mal aufzuladen, weil die einfach richtig viel Strom hat und nicht so oft braucht. Bei euren Polaruhren bitte dran denken, aufladen heute Abend, dass ihr morgen auch genug Strom habt.